Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trains in World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf der Tees Valley Line und kümmern uns um das Schienenfrachtszenario. 3 von 5 Schwierigkeit, 45 Minuten soll das Ganze dauern. In der Class 20 RF. Wir starten in Saltburn by the Sea um 6 Uhr, am 6.9.2020. Spielt das Ganze um 10.30 Uhr. Übernehmen Sie den Verband leerer Stahlwagen, die von Arbeiten in Skinning Grove zum Tees Rangierbahnhof zurückkehren. Bis zu 45 Minuten soll das Ganze dauern. 3550 Punkte für die Goldmedaille, was so das grobe Ziel ist. Und mal schauen, ob ich das auf Anhieb hinbekomme. Jetzt in der neuen Lok, mit der wir zuvor noch gar kein Szenario gefahren sind, die Zugsicherheitssysteme instant zu aktivieren. Wir starten sogar direkt in der Class 20. Willkommen an Bord dieses Zuges mit zwei Class 20 Lokomotiven und einem Stahlwagenverband, der aus Skinning Grove kommt. Der ganze Zug wiegt etwa 6000 Tonnen. Also halb so viel wie zuvor. Da waren wir glaube ich bei 1250 oder so. Sie warten derzeit auf die Erlaubnis zur Abfahrt vom Frachtabzweig aus Bowlby. Sie fahren diesen Zug bis zum Tees Rangierbahnhof nahe Thornaby. So, Richtungswender sollen wir auf vorwärts stellen. Vorwärts. Zugbremse auf fahrend. Lokomotivbremse lösen. Oh, wenn das Signal L21 das zeigt, sollten wir es erst machen. Okay, jetzt zeigt es. Toll. Dann können wir nochmal eben kurz fix hier gucken. Wegen der Zusicherheitssysteme. Ist das jetzt hier, wenn ich das eben so schnell auf die Stelle finde, dann würde ich das per Knopfdruck aktivieren. Ansonsten mache ich eben kurz die Driver Safety Device einfach mal so an. Machen wir es mal lieber so, wir haben es ja mehr oder weniger eilig, wir sitzen ja schon mitten auf der Bahn, denn die ist deaktiviert. Können wir die Lokbremse jetzt wieder lösen. Wir haben noch den Endhebel auf eingeschaltet. Ja, okay, jetzt lösen sich die Bremsen wunderbar. Der Bremsdruck löst sich. In 755, ach, in 1,4 Meilen haben wir ein gelbes, ein rotes Signal. Auf dem Weg fahren Sie durch einige Bahnhöfe mit Fahrgästen, ohne anzuhalten. Sie sollten das Signalhorn ertönen lassen, um die Fahrgäste vor dem durchfahrenden Zug zu warnen. Das machen wir sowieso schon bisher. So, dann können wir auch im zweiten Gang wieder gehen. Das machen wir, wenn wir hinten landen. So sieht unser Gefährt aus. Dann sollten wir vielleicht auch mal die, wo auch immer wir das hier haben. Das machen wir einfach so. Dann haben wir die untere Markierung ein. Auch weil ich davon nichts sehe. Was ist hinten? Okay. Jetzt haben wir es jetzt auch wieder in 1,6 Meilen. Irgendwo muss doch hier bestimmt. Okay, Sicherungskasten wahrscheinlich eher weniger. Gut, dann fahren wir halt ohne Licht vorne.
Das werde ich auf alle Fälle nicht auf die Schnelle finden. Also mach einfach, ich mach einfach die untere linke und rechte Markierung an, das wird schon passen. So, 6 Meilen, dann fahren wir über die Grangetown-Weiche. Wir dürfen hier nur ungefähr 800 Ampere, das ist das Maximum, was wir hier in der Class 20 nutzen können sollen. Hier wieder ein bisschen laut hier drin, 1,2 Meilen, noch ein bisschen roten Signal. Ja, ich wollte mich wieder hinsetzen. Danke. Denn es war doch etwas lauter als es sollte. Zunächst das Hauptsignal ist auch wieder jetzt mittlerweile gelb und nicht mehr rot, wunderbar. Wir dürfen 500 Meilen fahren. Schon da. Also für mich persönlich, ich würde sagen, dass diese eigentlich auch leuchten können, aber ich kann mich auch noch täuschen. Sonst habe ich immer vorgehabt, diese anzumachen und das Motor. Aber gut. Ich will hier wieder rein. Das war ja natürlich ein bisschen so flott. Weil ich draußen war. Es ist noch eine Brücke und kein Bahnsteig. Da sind wir schon gleich beim Hauptsignal, doch. Dürfen wir auch auf 60 beschleunigen. Und noch ein Bahnsteig, jawohl. Oh, schnell. Aber es ist gleich bergauf, von daher sollten wir auch wieder entschleunigt werden. Hoffe ich. Nein, werden wir nicht. Wir gewinnen an Tempo, interessanterweise. Gehen wir mal kurz in die Bremse. Und dann sie wieder lösen. Weiter mit 55 Miles per Hour. Weiterfahren. In der Hoffnung, dass wir das rote Signal, dass das nicht rot bleibt. Wunderbar. Als ob es mich gehört hat, sprang es um. Ja, tolle Perspektive. Grandios. Ich glaube, weil wir halt... Nein, wir fahren vorwärts. Ich wollte sagen, ich glaube, weil wir rückwärts fahren, haben wir immer die Funkperspektive, aber... Nö. Wir fahren ja vorwärts. Darum gewinnen wir ein Tempo, wenn wir im Leerlauf sind und es bergauf geht. Das gibt halt null Sinn. Soll mir egal sein. So, wir sollten jetzt ich sollte jetzt versuchen, sehr eher unter dem Tempolimit zu fahren als über dem Tempolimit, damit wir halt auch wirklich die 3550 Punkte bekommen. Wir sind ja quasi noch 3000 Punkte davon entfernt. Allzu viele Punkte bekommen wir nicht. Von daher sollten wir so vieles geht mitnehmen.
jetzt dürfen wir 60 Mal zur Hour fahren. Das nächste Hauptsignal ist auf gelb. Was dann auch nicht allzu wild ist. Es geht bergab nur für den Tempo. Das ist irgendwie weird gerade alles. Alles sehr merkwürdig gerade. Aber wir kommen voran, das ist die Hauptsache. Das nächste wird noch rot sein, das sei denn, der springt gleich wieder um. 0,8 Meilen sogar. Mal weiter. Ich glaube, kommen wir hier noch in eine. Oh oh. Kommen wir noch in eine ordentliche Geschwindigkeitsbeschränkung? Rein, ich weiß es nicht. Weil wenn wir nach vorne wie fahren, könnte es sein, etwas zu euphorisch gebremst. Aber die war zu stark als zu wenig. Wunderbar, dann können wir es auch wieder beschleunigen. Erst wo das Signal wieder auf grün auf gelb gesprungen ist. Aber plötzlich kamen die Yards einfach viel schneller, kam das Signal deutlich näher dran, dass ich dann doch etwas zu stark in Eisen gegangen bin, aber gut. Ich muss... hab dann nicht ganz einberechnet, dass natürlich auch am Anfang gar nicht reinbremsen und dann, wenn der Bremsdruck aufgebaut wurde, dann halt erst so richtig. Ja, 0,9 Meilen haben wir das so wieder ein rotes Signal. Schauen wir mal noch. Ich habe das Gefühl, wir waren zu lange, zu schnell und dadurch haben wir halt doch zu viel Zeit gut gemacht auf den vorausfahrenden Zug. Wo wir halt dann jetzt doch gerade das rote Signal hatten, wo wir halt auch hätten vor stehen bleiben müssen. Das ist doch schon gelb, da ist ja alles eigentlich wieder ein grün. Ach, gelb, meine Güte! Gelb und grün, was ist denn heute los? Ja, vielleicht, ach, weil ich ab und zu auch wieder auf das Ampere, auf die Ampere-Anzeige achte. Los. Das Praktische halt, also ich kann es nur immer wieder erwähnen, das Praktische an dem Zugsicherheitssystem. Großbritannien ist, man kann sich nochmal ein bisschen umsetzen und so umsetzen, dass man gut sitzt und nicht irgendwie, keine Ahnung, den Hintern vom Sitzen wehtut. Oh. Das heißt, wir fahren ab. I guess. Ansonsten, warum sollten wir sonst auf 20 Miles per Hour runter entschleunigt werden.
gleich bei der Grange schauen, weil ich hier. Raus, damit wir gleich, wenn die Yards uns entgegenfliegen, mit der anfänglichen Reduktion tapsen, mit dem anfänglichen Anlegen. Mehr brauchen wir ja nicht. Das ist aber noch viel zu früh, wenn wir 30 Miles per Hour sind, dann. Lösen. Wenn er natürlich noch weiter runtergebremst. Und notfalls kann man ja immer noch wieder ein bisschen weiter reinbremsen. Um wieder mehr Tempo zu verlieren. Der Weiche davor uns ist umgestellt, dass wir darüber fahren, wie man auch schon daran erkennen konnte am Signal selbst. Jetzt erst auf, dass wir mal endlich hin. Oh, sieht aber auch schick aus hier. Dass wir mal sonniges Wetter haben hier. Das war immer hauptsächlich Nebel und Regen. Wahrscheinlich der Begleiter. Wie viele Waggons haben wir eigentlich? 18 Stück, okay. Wir fahren schon eine Class 37 mit Kohlewagen. Oh, was jetzt? Da steht eine, die kommt uns entgegen, langsam. Aber stetig. So, die Southbank-Weiche. Über die wir nächstes fahren sollen, ist 1,1 Meile entfernt. Das sind bei 1600 Punkten. Vielleicht sind wir dann bei 2200 Roundabout, wenn wir über die Weiche rüber sind. Dann haben wir zumindest jetzt auch im Szenario hier gesagt bekommen, dass wenn man an Bahnhöfen durchfährt, dann sollte man die Fahrgäste warnen vor die Passagiere, die dort an den Bahnsteigen stehen. Also nicht nur an, wenn da das Whistle-Zeichen steht. Die Leistung raus hinter der Southbank-Weiche. Haben wir dann ein rotes Signal. Aktuell zumindest. Boah, bitte sagt mir nicht, wir fahren den Berg da wieder rauf. Wobei klar, es wäre ja der Rangierbahnhof von Thies. Oh, wieder über das Überbrückungsbauwerk hochschleichen und dann runterflitzen. Wunderbar, ich
freue mich drauf. Eine andere Class 20 RF entgegen. Auch wieder ein Doppelgespann. Oh, was sind das denn für Wagen? Das haben wir selber noch nicht gefahren. Das sind weder Zementwagen noch Kohlewagen noch Stahlwagen. Sein soll. Wenn wir auch irgendwann noch mal fahren, dann werde ich wissen, was es war. Wir sind sogar weit. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas mit, dass wir weit über irgendwas sind. Aber ich weiß nicht mehr, was es war, weil ich gerade sehr fixiert war auf die Benachrichtigung, dass ich eine neue Nachricht von Laura habe. Also, ich war fokussiert auf das Profilbild-Icon mit der 1 darunter und rechts. Weil das Signal, aber weil das rote Signal, ja, weil das Signal so kurz hinter dem Dingspunkt ist, das Signal springt Safe Call, nachdem wir die Southbank Weiche in Anführungszeichen überfahren haben, sprich, wenn wir bei dem Zielpunkt sind, springt sie hundertprozentig um. Nichtsdestotrotz gehe ich ab 50 Yards in die Bremse. Denn ich glaube, wir müssen noch auf eine von den Class 101s warten. Oh, wir sollen jetzt über Middlesbrough fahren. Wunderbar. Aber wir müssen noch nicht sagen, dass das rote Signal umgesprungen ist. 2,5 Meilen haben wir noch bis nach Middlesbrough. Wo wir auf langsam reinfahren, kennen wir ja 35 Miles per Hour waren das ja, wobei das geht nochmal runter auf 20, glaube ich, oder 25, irgendwie sowas. Aber dieses Signal gar nicht gemeint, sondern das da hinten. Ah, wir hätten sogar noch weiter gekonnt? Ne, hätten wir nicht. Ich bin verwirrt. Egal, grünes Signal, Abfahrt. Die AWS, das Automatic Warning System, sagt uns das nächste Signal ist gelb. Sei wachsam. Sind wir sowieso von daher. Da ist wenig Unterschied, aber wir wechseln jetzt natürlich erstmal wieder auf das linke Gleis, aufs Hauptgleis, die Hauptstrecke. Sollten wir, wenn wir auch mit dem hinteren Teil des Zuges über der Weiche sind, dürften wir noch, glaube ich, 60 Miles vorher fahren. Interessant, nur auf der rechten Seite hier ein Bahnhofsteig. Und was mit den Leuten, die aus einer Richtung kommen? Interessant. Leistung. Ich
Meilen nur noch 50, aber da kommen wir auch bis dahin erst gerade mal hin. Wir sind noch nicht mal annähernd da. Das heißt, wir fahren jetzt an Middlesbrough vorbei und nach Middlesbrough müsste... Moment, kommt danach... Ich glaube, nach Middlesbrough kommt doch schon vorne bei, oder? Thornaby. Oder kam davor noch Eaglescliff? Ich glaube, Eaglescliff kam nach Thornaby, ne? Weil da kommen wir halt irgendwie auch auf Richtung an, aus der man kommt. Da kommen wir nicht aus Richtung Eaglescliff. Ich glaube, es müsste da noch danach kommen. Okay, wir haben jetzt die 35. Mal sauer gleich hier. Wir dürfen hier mal schneller fahren als sonst. Cool. Aber wir haben auch ein rotes Signal. Wir spannen uns wieder um auf grün. Wunderbar. Da können wir wieder Leistung. Können wir Leistung geben, weil wir so viel Tempo wieder verloren haben. Wir hätten hupen müssen, ne? Verdammt. Haben wir auch schon jetzt im Petto. Danach geht es, glaube ich, auch wieder runter auf 25, genau. Wir kennen ja mittlerweile ungefähr die Geschwindigkeiten von Middlesbrough. Das ist doch zumindest in dieser Richtung bergab geht. Aber wie wir ja wissen, wenn es bergab geht, verlieren wir Tempo, wenn es bergauf geht, gewinnen wir Tempo. Wir haben uns ausrollen lassen. Es ist so merkwürdig. Merkwürdig. Da ist nämlich in der 25er Zone. Ein bisschen Leistung können wir geben. Auf 45 Miles Power wieder beschleunigen. Mensch, ich bin aber echt nah dran hier in Middlesbrough. Und dann fahren wir über den Tees Rangierbahnhof, also über die Tees Rangierbahnhof Mittelkreuzung. Und dann haben wir auch die Goldmedaille. Denn wir sind schon im Goldmedaillenbereich. Wir haben alle die Goldmedaille, haben wir. Wunderbar. Wir können gar nicht mehr viel machen, um die Goldmedaille nicht zu bekommen. Abgesehen davon, dass, also, na klar, das Szenario nochmal neu machen, aber, und dann verkacken. Aber bis dato sieht das dann doch ganz gut aus, was die Goldmedaille betrifft. Dürfen wir jetzt auch gleich auf 45 Miles Power beschleunigen. Und in 1,7 Meilen sind wir dann beim Tees Rangierbahnhof. Beschleunigen wirklich auf die Geschwindigkeit ergibt halt wenig Sinn, weil wir schon so gut wie da sind und auch
relativ zeitnah. Relativ zeitnah auch rotes Signal wieder entschleunigt werden. Immer noch etwas zu voreilig. Das Runterbremsen, was ich hier mache. Aber lieber zu früh als zu spät, ne? Sagen wir es mal so. Können wir dann lieber dann wieder mit ein bisschen Leistung weiter pendeln, als dass wir dann irgendwie zu spät bremsen. Wieder ein Class 37 gespannt mit Kohlewagen. Vor dem roten Signal und warten, dass es wieder umspringt. Erstens plötzlich 864 Yards, 894 Yards. Wir warten auf die Class 101, die wir da vorne gerade sehen. Wie wir halt immer auf die Class. Gefühlt warten wir halt so häufig auf die Class 101, aber es liegt auch daran, weil es halt die Hauptstrecke ist. Da sprang es um auf grün, das Signal, wir dürfen nur noch 20 fahren. Und jetzt haben wir die Bremsen. Geben ein wenig Leistung. Jetzt dürfen wir noch 20 Meilen vor fahren. Aber das ist ja gar kein Problem, da kriegen wir ja easy peasy hin. 1,2 Meilen noch bis zur Mittelkreuzung vom Tiefrangstierbahnhof. Vielleicht dürfen wir so nur 15 Miles Power fahren. 50 Yards. Mal zu abwechseln, mal andere Perspektiven von den Vorbeifahrten. Gerade vor der 15 Miles per Hour Marke runtergebremst. Als ob es geplant gewesen wäre, dass es so knapp ist.
2,8 Meilen. Ich muss mir mal nachschauen, muss mich mal informieren. Auch wenn es jetzt, auch wenn wir schon beim vorletzten, beim vorvorletzten Szenario sind, muss ich mich mal informieren, wie hier das Flüsschen heißt oder wie die Flüsse heißen, an denen wir uns hier so schön entlang schlängeln immer wieder. Einfach nur, um es zu wissen. Hier stehen auch ein paar leere Stahlwagen rum. Sind wir zwar noch nicht ganz da, aber wir sind ja so gut wie da, denke ich mal. Wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwo das Ganze dann abstellen, vermute ich mal. Und ich denke mal, also müsste das Szenario eigentlich auch durch sein, oder? Also, es ist ja nicht sonderlich umfangreich gewesen von der Beschreibung her. Also, es deutete nichts auf irgendwelche Probleme weiter während der Fahrt an. Deutete nichts an, ja, irgendwie sowas. Von daher müsste das ja eigentlich komplett smooth sailing sein. Rotes haben, genau. Direkt hinter dem, boah, direkt bei der Mittelkreuzweiche. Bei der Mittelkreuzung. Erwartet uns auch wieder mal ein rotes Signal. Sollten wir langsam in den Bremsvorgang gehen. Das war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Davor können wir nochmal rausgehen und uns ein bisschen weiter rollen lassen. Sprang es auch um auf Gelb und dann können wir jetzt auch am Rangierbahnhof von Tries halten. Was heißt können wir? Sollen wir? Und dann haben wir auch unseren Endpunkt erreicht. Goldmedaille ist ja wie gesagt sicher drin. Bekommen wir gleich nochmal 1000 Punkte. Einmal Punkte fürs Halten und einmal Punkte fürs Abschließen des Szenarios. Was ich halt gar nie, also bisher ist mir das noch gar nicht aufgefallen, dass man halt immer Punkte auf das Abschließen bekommt des Szenarios. Aber das muss man ja eigentlich auch immer mit einbrechen, halt, dass man quasi nochmal 500 Punkte oben drauf bekommt, automatisch. Thank you.
schön der Sound, wenn wir uns hier in die Kurve legen quasi. Die Sicherheitshalber viel lieber zu früh wieder zurück ins Cockpit schalten als zurück in den Führerschein schalten als zu spät. Weil wir ja diesmal wirklich lange warten können, bis wir halten können, also lange noch haben, bis wir halten, bis das rote Signal kommt, das wollte ich damit ausdrücken. Meine Güte, Wortfindungsstörung hier wieder. Mensch, das ging ja doch schneller voran, als ich dachte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo Lara mir geschrieben hat, habe ich mit... Wobei, wir sind jetzt bei 20 Minuten, also passen ja doch schätzungsweise. War dann ja doch ganz gut geschätzt. Bam, on point. Gute Arbeit. Die Wagen werden hier für ihre Reise nach Leckem bei rangiert. Steigen Sie ab und strecken Sie die Beine aus, bevor die Arbeit weitergeht. Das ist eine gute Idee. Beine ausstrecken mache ich jetzt. Wir schauen uns nochmal die Auswertung an. Während hier noch eine Class 37 weiterfährt. Und so weiterfährt mit beladenen Stahlwagen. Okay, jetzt bekommen wir auch das andere. Okay. Ergibt natürlich Sinn, dass wir das Ganze nochmal abrüsten. Danke für nix. Neutral und aus. Richtungswende auf aus. Nein, auf aus. Dann deaktivieren wir DSD, wir deaktivieren, wir machen den Führerscheinwechselschalter aus, wir isolieren wieder die Drivers, das Automatic Warning System, wir nehmen den Generalschlüssel raus und steigen aus der Lokomotive auf der richtigen Seite aus. Bumm. So sieht's aus. Fracht. Na. Neues Level in der... Oh, knappes Ding. Neues Level in der Class 20 RF. Das ist jetzt Level 4. Auf der Teases Valley Line sind wir ganz kurz vor Level 8. Ebenso ganz kurz vor Level 33. Wir haben 46 Minuten dafür benötigt. 14,5 Meilen zurückgelegt. Und 4620 Punkte bekommen. Und eine Goldmedaille, aber sowas von safe bekommen. Mit 1100 Punkten mehr, roundabout, knapp 1100 Punkte mehr, als wir hätten benötigt. Dann gucken wir nochmal, welches Szenario uns als nächstes hier auf der TC Valley Line erwartet. Das vorletzte Szenario, Shopperwechsel. Ein aus Leckenweig abgefahrener Zug meldete Probleme mit einigen seiner Wagen. Er wird im TS-Rangierbahnhof halten, damit die Wagen abgekoppelt werden können, bevor er seine Reise fortsetzt. Ja, das ist ein kurzes, ist ein kurzes Ding, ein bisschen rangieren wahrscheinlich wieder, das diesmal mit der Class 20 RF und nicht mit der Class 08.
2 von 5 Schwierigkeit, 30 Minuten soll das Szenario dauern, 40.000, ja, 40.000 Punkte brauchen wir, genau. 4.050 Punkte brauchen wir. Ja. Damit geht es dann beim nächsten Mal weiter, wenn wir uns hier auf der Tees Valley Line vergnügen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Transom World 2 Video wieder.